Teinacher Mineralwasser, einzigartig mineralisiert, neutralisiert die Geschmacksnerven und macht sie so viel aufnahmefähiger für die Aromen kulinarischer Erlebnisse. Teinacher, vergrößer den Genuss. Herzlich willkommen bei Schmeckt den Süden Fernsehen. Heute sind wir zu Gast im Schmeckt den Süden und Bioland-Restaurant Rose in Fellberg-Eschenau. Küchenchef Jürgen Andruschkewitsch bereitet für Sie ein Löwenzahnblütenparfait mit Apfeltart an Weinschaumsoße zu. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Bioland Schmeckt den Süden Restaurant Rose in Fellberg-Eschenau. Ich heiße Jürgen Andruschkewitsch und bin hier der Küchenchef. Und heute kochen wir einen Löwenzahnblütenparfait. Dazu braucht man Eigelb, Löwenzahnblütennektar, bisschen Löwenzahnblütenlikör und geschlagene Sahne. Die Eier werden getrennt. Dann kommt Löwenzahnblütennektar dazu. Und das wird jetzt im Wasserbad warm aufgeschlagen. Wenn Sie jetzt das Wasserbad vermissen, ich denke mir das Wasserbad, ich rühre dafür ein bisschen schneller, so gleiche ich das wieder aus. Und wenn Sie jetzt immer einen Achter rühren, dann kommen Sie ja in der Schüssel überall hin, dann kann Ihnen nichts anbrennen. So, das ist jetzt schön cremig. Und jetzt wird es wieder kalt gerührt. Und beim Kaltrühren kommt gleich ein paar Tropfen Löwenzahnblütenlikör dazu. Sie sehen, das wird jetzt richtig dickflüssig. So muss es sein. Kalt, dann kommt erst ein Drittel geschlagene Sahne dazu. Und zum Schluss der Rest. Und das heben wir jetzt ein bisschen vorsichtiger runter. Wird in Formen abgefüllt. Wichtig ist jetzt, dass man immer ein bisschen klopft, weil da bilden sich oft Luftblasen dazwischen. Und dass die Luftblasen entweichen, dass es noch eine glatte Masse gibt, muss man immer ein bisschen klopfen. Und dann kommt ein Deckel drauf. Gut zumachen. Und das kommt jetzt für 6 Stunden in den Tiefkühler. Als nächstes machen wir jetzt den Apfeltart. Für den Apfeltart braucht man für den Teig 200 Gramm Dinkel, Vollkornmehl, ein bisschen Salz, 200 Gramm Butter. Und jetzt wird die Butter erst in das Mehl eingearbeitet, bis die Butter mit dem Mehl sich komplett verbunden hat. Anschließend kommen noch 200 Gramm Quark dazu. Und dann kommt es für 30 Minuten in den Kühlraum. So, für den Apfeltart, der Teig ist jetzt vorbereitet. Der kann jetzt kalt werden. Dann kommt die Form, Kuchenform, wird jetzt erstmal leicht mit Zucker bestreut. Dann werden die Äpfel geschält. Das sind jetzt Äpfel, auch hier aus Eschenau.
Die sind auf unseren eigenen Streuobstwiesen gewachsen. Das sind alte Sorten. Und die haben wir im Herbst eingekellert. Wir selber besitzen ungefähr noch so 160 Obstbäume. Alles als Hochstamm, alte Sorten. Wir haben Sorten dabei, die Bäume sind 100, 110 Jahre alt. Dann werden die Äpfel in Scheiben geschnitten und fächerartig in die Form gelegt. Wichtig ist, dass man schön eng liegt, dass man so wenig Hohlraum wie möglich hat. So. Dann kommen ein paar Klacksbutter drauf. So, jetzt nehmen wir den vorbereitenden Teig. Dünn auswellen. Mal kurz durchkneten. So, und jetzt kommt der Teig über die Äpfel. Schneiden den Rand ab. Der Kuchen kommt jetzt in den Backofen bei Umluft bei 195 Grad. Und bei Oberhitze, Unterhitze zwischen 200 und 210 Grad für 25 bis 30 Minuten. So, solange der Kuchen jetzt im Backofen ist, fangen wir an mit dem Sabayon, Weinschaumsoße oder im Schwäbischen sagt man Schottosoße. Wir machen den aus Apfelwein. Dazu brauchen wir wieder Eigelb. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zucker. Und zum Schluss kommt der Apfelwein dazu. Und nun wird es wieder im Wasserbad aufgeschlagen. Wichtig ist jetzt, dass man es lang genug schlägt. Wenn man zu früh aufhört, setzt sich es wieder ab. So. Jetzt kann man sie so warm essen oder man kann sie wieder kalt rühren und dann im kalten Zustand essen. Wichtig ist, wenn sie kalt gegessen wird, man muss sie kalt rühren. Man darf sie nicht nur in die Ecke stellen, sonst trennt sie sich wieder. So, der Kuchen ist jetzt fertig. So. Der wird jetzt gleich gestürzt. Anschließend stürzen wir es aus.
Dann kommt ein bisschen von der Weinschaumsoße dazu. So, nun haben Sie ein Löwenzahnblütenparfait mit einer Apfelweinschaumsoße und einen Apfeltart. Dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Noch mehr Genuss? Teinacher präsentiert. Saisonale Kulinarik, Genießerrezepte, Weinempfehlungen, Restauranttipps und vieles mehr auf www.ausgezeichnetgenießen.de.